Das kennen wir schon. Das Boot steht still, so Gott will. Und wir, dank unserem Skill natürlich. So, und jetzt können wir abhauen, weil wir dürfen auf jeden Fall nicht bis... Ich glaube, der Trick bei diesem Boot liegt darin, dass man zuerst an den Pool geht. Weil nur danach muss noch einmal ins Zimmer zum Klamotten wechseln, alles andere ist egal. So, Use Sunscreen haben wir gemacht, glaube ich, ne? Müssen wir noch irgendwas machen? To your neck and hands, das haben wir gemacht. Dann können wir noch die Perücke tragen. So, und was ich aber noch mache... Das wäre die perfekte Zeit. Wobei... Nee, weißt du was? Scheiße. Komm, Nee, komm. Wir machen es mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt mal durch die Tode durch. Ich muss schiffen, lade ich nochmal. So. Da sind wir noch... Oh, ich muss den Lever nochmal pullen. Okay, pass auf. Ich werde die Perücke jetzt mal nicht tragen. Pull Lever. So. Sunscreen hat uns keine Punkte gegeben, weil wir das schon am Pool aufgetragen haben. Ich glaube, da wäre die letzte Gelegenheit, während das Schiff hier so wegtuckert unten. Deswegen war das so langsam. Das werden wir jetzt leider zwei, dreimal sehen, weil ich will die verschiedenen Todesarten zeigen. Es war halt echt schon mies, muss man einfach sagen. Man muss es halt immer herauskriegen. Das war so ein bisschen Step für Step. Und nur so ging es damals. Ja, so. Jetzt kann ich aber ein bisschen schneller machen, tatsächlich. Ich habe jetzt immer auf normal gespielt. Climb Boat. So. Jump in Boat. Okay. So, also ich habe jetzt zwischendurch auch normal gespielt, damit die Zeit nicht zu schnell verstreicht. Aber ich glaube, das Geheimnis, wie gesagt, bei diesem Schiff ist einfach, dass man zuerst die Badehose anzieht, zum Pool geht und dann gleich wieder zurückgeht und dann erst den ganzen Rest macht, weil dann muss man nicht wieder zurück in die Kabine, dann wird es auch nicht wieder Nacht, glaube ich. Weil hier läuft irgendwie so ein fieser Timer ab. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich weiß es nicht. So, jetzt düsen wir ja quasi in unserem Bötchen. Ich speichere dann nochmal hier, da müssen wir nicht alles normal machen. So, ich speichere mal hier mit, ich bin unsichtbar. Komm, nehmen wir mal den Spielstand, weil den brauchen wir eigentlich eh nicht. Und dann tuckern wir mal ein bisschen schneller weg. Drift away, dream your dream. So, lala, und dann wieder ein bisschen langsamer. So. Sunscreen haben wir noch, also wir haben jetzt immer noch gegen Sonnenbrand sind wir geschützt, ne? Wir haben das ja schon, das haben wir schon gesehen, wenn er so langsam schwarz wird. Komm, hier machen wir ein bisschen schneller. So, die Zeit verfliegt wieder. Eins. Zwei. Und die drei. Es gab damals wahnsinnig viele Arten zu grippieren und gerade bei, also Larry 2 war halt echt schwer. Space Quest 2 war eins der schwersten Spiele, finde ich, von Sierra damals. Also nee, Police Quest war relativ auch sehr schwer, weil da musste man alles befolgen, man musste alles wissen. Sämtliche Vorgehen eines Polizisten musste man beachten, das war schon... Aber ich fand Space Quest 2 von den Rätseln her auch sehr knackig, aber Larry 2 halt auch. Und auch vom Setting her mit den ganzen KGB und Agenten plötzlich und alles, das war so, hä? Das war so komisch, aber trotzdem war es halt cool. So, gut, dass wir Sunscreen drauf haben, also unsere Sonnencreme drauf haben. Die Sonne hier könnte auf jeden Fall ein Ei braten. So, Sonnencreme haben wir drauf, damit haben wir die erste Etappe geschafft. You think the sun must be even hotter today. Und da brennt uns der Kopf. So, alles klar. The tropical sun has turned your boiled brain into an omelette cooked until sunny side soft, Larry. Ja, okay. Die tropische Sonne hat unser glatzköpfiges Gehirn quasi in ein Omelette verwandelt. Da hätten wir nämlich noch was machen müssen und das habt ihr vorhin schon gesehen. Ich hab's ja schon gesagt. Use wig. So, gute Idee. Eine perfekte Zeit. Das ist der perfekte Zeitpunkt und wir fahren wieder weg vom Schiff. Wir müssen aber nochmal... So, wir zeigen auch mal die Todesarten, weil warum nicht? Wir haben ja ein bisschen Zeit auf dem Channel, wir müssen uns ja auch nicht hetzen, wir müssen nicht durch die Spiele rushen. Dann nehmen wir die Todesarten, nehmen wir auch mal mit, die haben sich ja auch Mühe gegeben hier. Komm, ich verschneller hier mal so ein bisschen. Wlupp. So, und dann können wir bis Tag 5, können wir ein bisschen durchpiesen. Und wir sehen, ehrlich gesagt, sehen wir einfach aus wie du Rudi Carell, wir sehen wirklich aus wie so ein Fernsehmoderator. Und das ist einfach nur so ein Putzmob einfach. Einmal so ein ekelhafter Putzmob, der stinkt auch noch ein bisschen nach Boden. Naja. So, 4... Und dann ist die 5. So, das ist unsere erste Etappe. Die Sonnencreme. Die zweite Etappe wäre die Perücke, die unser Gehirn schützt. It's a good thing you were the silly wig. The sun out here is hot enough to fry your brains. So, das haben wir geschafft. Und jetzt geht's weiter
mit dem nächsten. Your thirst becomes more and more intense with every passing day. Visions of pre-classic Coke float before your eyes. Also du hast unheimlichen Durst. Und jetzt ist nämlich das Ding, das muss man ganz klar sagen, hätten wir ganz am Anfang nicht diese riesen Cola gekauft, hätten wir jetzt ein Problem. Wir hätten quasi das ganze Spiel mal von vorne starten können. Wir hätten ganz am Anfang zurück und hätten da nochmal, ab da an nochmal spielen müssen, indem wir uns die Cola kaufen. Und das war teilweise... Es war stellenweise wirklich frustrierend, wenn du alles nochmal von vorne machen musst. Ich verstehe schon, das ist schon sehr frustrierend. Und das war immer der größte Kritikpunkt an Sierra Games. Und deswegen sind die dann irgendwann so ein bisschen untergegangen, als dann LucasArts oder Lucasfilm Games mit ihren Adventures kamen, wo du einfach nicht sterben konntest. Du hast zwar deine Rätselsackgassen, aber du hast halt nicht irgendwie, dass du einen Riesenteil vom Spiel normal spielen musst, weil du irgendwann mal einen Fehler oder irgendwas vergessen hast. Das gab es da einfach nicht. Und dann sind die Leute dahin gewechselt. Heutzutage ist das natürlich, ne, sind die Sierra-Tode alle sehr Kult, haben wir schon mal erwähnt, deswegen zeige ich die auch gerne. Aber es war mies teilweise. So, you extract a grotesque gulp from your inside coat pocket and are surprised to discover it has retained its entire 32 Gallon capacity. So, du holst auf jeden Fall 32 Gallonen, sind 32 Kanister. 32 Kanister Cola haben wir in der Tasche und du hast auf jeden Fall genug Flüssigkeit für mindestens 2 Wochen, aber du machst dir Sorgen um deinen Blutzucker. So, Tag 7. Soweit haben wir schon mal geschafft. An Tag 7, your hunger grows intense with the passing of the days. Visions of Denny's Pizza float before your eyes. Und das hier war eigentlich echt mies, muss man leider sagen. Weil, ich komme da gleich zu, it's a good thing you brought that spinach dip along. Gut, dass wir das Brot mit Spinat mitgebracht haben. Yeah. Aber leider ist die Mayonnaise in der heißen tropischen Sonne schon längst vergammelt und wir holen uns eine fette Lebensmittelvergiftung und du kriegst Punkte dafür, dass du diesen Spinach-Dip mitnimmst. Verstehst du? Du kriegst Punkte dafür, dass du den mitnimmst und dann wirst du später aber bestraft dafür, dass du es machst. Verstehst du? Das ist so gemein. Aber es gibt, also das Rätsels Lösung ist nicht, wir nehmen den nicht mit, sondern wir schmeißen ihn einfach vorsichtshalber weg. So. Komm, gib es mir, Junge. Okay, komm, wir laden einfach mal so. So, wir tragen die Perücke. Throw away dip. Eine gute Idee. You toss your spinach dip as far over the ocean as you can, which is not really that far. So. Okay, und wir fahren nochmal. Und jetzt müssten wir eigentlich alles fertig haben. Wir müssten eigentlich bereit sein für unsere kleine Kreuzfahrt während der Kreuzfahrt. So, Tag 7 war's, alles andere haben wir schon gesehen, das sehen wir jetzt nochmal, dann haben wir jetzt einfach, das war eigentlich schon gemein, muss man zugeben, man will ja die Punkte von dem Spinach-Dip, von diesem Spinat, den will man mitnehmen, und dann machst du das und naja, wie das halt so ist. So, dann düsen wir weiter, Tag 3, Tag 4, ich würde sagen bei der Insel, nee, komm, dann doch, bei der Insel mache ich ganz kurz eine kleine Aufnahmepause, weil ich muss die ganze Zeit pinkeln, seitdem ich Larry im Pool gesehen habe, wie das macht, dann... Würde ich ganz kurz, und dann bin ich gleich wieder da, wir kommen gleich auf eine Insel. So, jetzt kann ich schon mal ein bisschen runterschalten, Tag 6, alles gut. So, Visions of Pre-Classic Coke, alles klar, das war die Cola. Und jetzt Tag 7, wir haben ja noch die Früchte, ich weiß nicht genau, warum die nicht vergammelt sind, aber hey. You cleverly open the sewing kit you stole from that mother's nightstand, extract a safety pin and thread your passion to fish for hours. Ah, but eventually catch your limit. Your limit for raw fish is quite low. Ach so, ich dachte, wir essen das Obst, aber wir haben Fische gegessen mit dem Sewing Kit. Ah, dafür ist das da. Ich wusste es einfach nicht mehr. Tag 9. Was kann jetzt noch kommen? Tag 10. Kommt jetzt noch was? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Während eines besonders rauen Sturms, spät in einer 10. Nacht auf See, crasht dein Lifeboat in einen Korallenriff und zerspringt in Stücke. Du nimmst dir das größte Stück Holz, das du kannst, hältst dich ganz, ganz fest und überlebst den Sturm. Am Morgen findest du dich auf einem Offshore-Riff, also auf einem Riff im Wasser und blubberst durch die Gischt an einen wunderschönen Strand. So rum. Manchmal schwierig zu übersetzen. Ja, wir leben, wir leben. Hey Larry, das bist du da hinten. Land in Sicht, schreist du. Yeah, Land in Sicht. Muss er nicht inzwischen, nach 10 Tagen, muss er auch super schrumpelig. Nee, nicht super schrumpelig. Der ist jetzt nur eine Nacht auf dem Brett gewesen. So. Und da sind wir jetzt am Strand. Ah, gut. Ah, hier kommt direkt jemand, der uns helfen kann. Ich bin schiffbrüchig.
Arschloch. Um Gottes Willen, um Gottes, oh Gott, ich muss das alles übersetzen. Gratulation, Larry. Du hast Wochen auf der hohen See überlebt mit nichts außer deiner Courage, deiner Vorsicht und ein paar bescheidenen Provisionen. Du hast tropischen Stürmen getrotzt, den vicious winds, den fiesen Winden und der hohen See in nur einem kleinen winzigen Rettungsboot. Prevailed over the surf, offshore barrier reef, razor sharp Korallen hast du überlebt. Du bist der gefährlichen Mutter entkommen. Du bist dem KGB ausgewichen und den verführerischen Verführungen des bösen Dr. Nunuki und seinen Damen, seiner Armee von Damen. Und wist du that creeps audacious humor? Was? Meinst du mich? So. Und du bist immer noch so gut wie neu. Aber dein Anzug sieht inzwischen ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Was? Du liebst dein gutes Polyester. Alles klar, okay, ich sag dazu nichts. Aber jetzt fragst du dich natürlich, wo bin ich? Und welche Besitztümer haben diese gefährliche Reise überlebt? Ah, das übliche, das Adventure-Klischee. Ein neuer Abschnitt beginnt und du nimmst nur die und die Items aus irgendeinem Grund mit. Katastrophe oder sonst irgendwas. Wir haben noch ein bisschen Geld, unseren Pass, denn On klang natürlich um Bikini-Top. Mehr haben wir nicht mehr. Ansonsten sind wir so gut wie neu. You are on the beach of a beautiful resort hotel. Du bist am Strand eines wunderschönen Resort Hotels, ein tropisches Paradies für die Reichen und Berühmten. Und in der Distanz, dort am Horizont, siehst du die Menschen, wie sie Wassersport aller Arten pflegen. Oh. Oh. Alles klar. Ich bin unsichtbar. Ich mach mal hier Insel. Naki Strand. Der Naki-Naki-Badestrand. Ist Polyester nicht bequem? Huch, hat diese nackte Frau gerade mit dir gesprochen? Yes, thank you say. Look at woman. Heißt das schwitzen? Plötzlich schwitzt du? Talk to woman. Hey, baby. Sagst du ihr, mein Name ist Larry. Larry Leffer. Ist Polyester nicht komfortabel? Ja. Yes, the heck you say. Answer woman. Talk to woman. Ah, jetzt kann man mit ihr reden. Hey, da, hallo großer Junge, sagt die total nackte Frau, die auf dem Fels liegt. Hast du nicht zu viele Klamotten an? Sag mal, du hast ja schon all deine Klamotten an und ich habe gerade gedacht, ich gehe. Warum gehen wir nicht gemeinsam zu mir? Ich kenne einen wundervollen Ort in der Nähe, wo wir alleine sein können. Komm schon, Larry, folg mir einfach. Yes. Also, Tiger, worauf wartest du? Folg mir. Ja, wir haben gespeichert, ne? Ich mach mal lieber nochmal, ich bin unsichtbar. Hey, Baby, rufst du? Warte auf mich. Das kommt uns verdächtig bekannt vor. So, you quickly seduce. Ganz schnell verführst du die wunderschöne nackte Frau und dann Resort Parking Lot und da hat sie einen persönlichen Helikopter. Das kommt mir alles sehr, sehr, sehr bekannt vor. So. Ja, das ist noch nie passiert. Ist das die gleiche mit einer Perücke oder ist das eine andere, die einfach das gleiche macht? Ich weiß nicht. Passiert ihr genau das gleiche oder hat die vielleicht was anderes? Popular Mechanics? Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt was anderes geschieht. Nein, es ist genau das gleiche. Komm, ich mach mal ein bisschen schneller. Brrrt. Brrrt. Dann können wir die Sequenz nochmal schön... Kann ich ja mal ganz langsam machen, gleich die Sequenz. Dann können wir die mal ganz kurz... So. Okay, warte. Vielleicht auch hier noch ein bisschen schneller, bis der Laser kommt. Brrrt. Da kommt der Laser. So. Hier nochmal ganz, ganz langsam. Und wie seine Augen dann noch offen sind dabei. Und dann klack, Alter. Und jetzt alles blutrot. Eigentlich müsste da oben noch fett Blut drauf sein, aber hey. So, okay, wir laden mal wieder. Ich bin unsichtbar. Komm, lass die alt ziehen, ist mir egal. So, look at people. Blush. Talk to people.
So, we are too busy recreating to talk to you, buddy. Wir sind zu beschäftigt, damit uns zu erholen, als wir mit dir reden würden. Look at a woman. Blush. Undress. Okay, genug nackte Haut hier. Vielleicht probieren wir das mal anderswo. Okay, Frage ist, ist die Dame jetzt schon weg? Ich weiß nicht genau, wie lange ich jetzt hier noch so rumkurven soll, bis die Dame weg ist. La 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 la. Ich hoffe, die... Okay, sie ist schon weg. Alles klar. You have no desire to return to the ocean after all you went through on that lifeboat. Ich wollte auch gar nicht schwimmen gehen. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, wo es hier hingeht. Ich weiß nämlich nichts mehr von der Insel, wenn ich ehrlich bin. Okay. Dieses Resort hat ein wunderschönes Landscape, ein wunderschönes aufgearbeitetes Landgut. Und es ist so dicht, dass du nichts finden kannst. Du läufst einfach rum und wartest, bis die Vegetation aufbricht, damit du wieder in die Zivilisation zurück kannst. Das macht er gerade selber. Ich kann gerade nichts machen. Der läuft gerade von alleine hier rum. Ich wollte einmal wieder zurückgehen. Hätte ich am Strand bleiben sollen? Sieht zu doof aus. Hätte ich am Strand bleiben sollen? Ich bin mir unsicher. Hilfe? Hilfe? Werde ich irgendwo mal raus... Was? Ernsthaft, Larry? Ernsthaft? Hey, die Animation kenne ich aus dem Intro. Wie doof das einfach ist. Larry, warum bist du so doof? Jetzt komm doch... Ja, Mann, jetzt komm doch einfach irgendwo raus. Wir ahnen es bereits. Das war so klar. Larry, beeil dich, Mann! Oder muss ich irgendwas machen? Ich hab doch keine Ahnung, aber es kommt immer was Neues. Jetzt geht auch noch was? Was? Oh. Wie kann der KGB denn hier sein? Und die Dame von Nunuki ist ja auch offenbar sehr schnell hier gelandet. Die wussten alle sofort, wie wir sind. Ah. Wir sind bei einem Restaurant rausgekommen. Na endlich. Okay, das kommt unerwartet. Nach dem Dschungel kommt das hier ein bisschen unerwartet. Look at man. Es ist niemand hier außer der hochnäsige Maître. Talk to man. Entschuldigen Sie, Sir, sagst du vorsichtig. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht was essen kann. Der Maître bewegt seinen Blick ganz abschätzend zu dir. Ihren Namen? Fragt er. Mein Name ist Larry. Larry Leffer? Ich glaube, ich könnte versuchen, einen Platz für Sie in unserem vollen Terminkalender zu finden, erwidert er widerwillig. Setzen Sie sich doch bitte einfach auf diesen Stuhl hier, während ich einen Tisch für Sie bereitstelle. Gut, wir setzen uns. Oh, hallo, Mr. und Mrs. Reich, sagt der Maître. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Natürlich habe ich einen Tisch für Sie. Ah, die Familie Reich, bitte hier entlang. Ja, das war schon gemein. Du warst vor denen hier. Du fühlst dich ein bisschen übergangen. Also, ich hoffe, Sie finden das hier befriedigend, Sir, grummelt der Maître mit seiner ausgestreckten Hand. Was für ein widerlicher Lappen einfach. Hey, die sehen ja alle gleich aus. Oh, willkommen, Mr. und Mrs. Berühmt, sagt der Maître. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Natürlich habe ich einen Tisch für Sie. Ja, folgen Sie mir bitte. Das war schon wieder ziemlich fies. Du warst vor denen hier. Du fühlst dich langsam ein bisschen angepisst.
Ja, bitte folgen Sie mir an diesen Tisch hier unten, ja. Ich hoffe, Sie finden das befriedigend, Sir, nuschelt der Maître und streckt seine Hand aus. Ja, ich bin der Maître, der Maître, der Maître, der Maître, Maître, der Maître, der Maître, das bin ich, der Maître, der Maître, der Maître. Oh, hallo, Mr. und Mrs. Gates, sagt der Maître, was für eine Freude, Sie wiederzusehen, natürlich habe ich einen Tisch für Sie. Bitte hier entlang. Das war ziemlich fies, du warst vor denen hier, du fühlst dich inzwischen ein bisschen... Indignant, ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber so fühlst du dich, indignant. Ja, bitte hier entlang, ja, hier der Tisch, das dürfte Ihnen genügen. Ich hoffe, Sie finden das befriedigend, Sir, und er hält seine Handfläche auf. Gut, dass die alle komplett gleich aussehen, ich finde das irgendwie gut, ich weiß nicht warum. So, mal gucken, wer kommt denn jetzt? Oh, hallo, Mr. Leach, wer ist denn Mr. Leach? Was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Natürlich habe ich einen Tisch für Sie. Bitte hier entlang. Das war wirklich gemein. Du warst vor denen hier. Du fühlst dich inzwischen schon überpisst. Also. Ja, bitteschön. Ich hoffe, Sie finden das befriedigend, sagt der Maître und streckt seine Hand aus. Langsam wird es ein bisschen knapp, Larry. Und ganz ehrlich, so toll ist das Restaurant hier aber auch nicht. Sau wenig Deko, aber zwei Bilder an den Wänden, voll billig. Oh, hallo, Mr. Mrs. Williams, sagt der Maître D. Was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Natürlich habe ich einen Tisch für Sie. Und hier wieder der kleine Seitenhieb von L. Lowe an den damaligen Firmenchef, Ken Williams. In jedem Larry-Teil hat er den, glaube ich, irgendwo verbaut. Mindestens einmal. Manchmal auch mehrmals, aber mindestens einmal. Hier wieder Mr. und Mrs. Williams, Ken und Roberta Williams, die damals die Jahre gegründet haben. Da, weißt du, zuerst Mr. Rich, Mr. Famous, dann die Gates, dann der Name, den ich nicht kenne, Leach. Und dann natürlich die Williamses, natürlich auch noch. Das ist ein Traum, einfach ein Traum. So, bitte hier entlang. Das war wirklich gemein. Du warst vor denen hier. Du fühlst dich inzwischen ziemlich sauer. Ich hoffe, Sie finden das befriedigend, Sir, grummelt der Maître D'Air und hält seine Hand auf.